US-Kampfjets sind bei Alaska russischen Bombern sehr nahe gekommen. Das russische Verteidigungsministerium hatte Aufnahmen von der Aktion veröffentlicht. Demnach hätten zwei Tu-95-Bomber einen Routineflug über dem Beringmeer absolviert, begleitet von Kampfflugzeugen des Typs Su-30. Zwischenzeitlich seien die Flieger von internationalen Kampfjets begleitet worden, heißt es weiter. Das US-amerikanische NORAD-Kommando, das für die Überwachung des Luftraums zuständig ist, sprach von 4 russischen Militärflugzeugen im internationalen Luftraum. Die USA beaufsichtigen das Gebiet rund um Alaska, um mögliche Eindringlinge frühzeitig zu erkennen. Solche Machtdemonstrationen Russlands nahe dem US-amerikanischen Luftraum oder auch über der Ostsee gab es schon häufiger. Direkte Konsequenzen haben sie nicht.